Yo, Jesse, was geht ab? Haben wir wieder im Start und willkommen zu einem Good or Bad Wrong Rennen. Leute, gegen Russik, wir müssen richtig auswählen. Lasst gerne Like da, abonniert, Glocke aktiviert und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt los hier. So, Russik Pupsik ist jetzt gegen mich. Oh. Ey, Amir! Was? Bist du bereit für den guten oder den schlechten Weg? Ich bin bereit. Jai, Wieso fahren wir mit dem Fahrrad? Ich habe nicht so viel Ausdauer. Mein GTA-Charakter ist dann so gelevelt. Ja, aber das Ding ist, es ist hier eh egal. Weil du kannst dich eh falsch entscheiden, richtig entscheiden. Wir machen einfach, jeder geht dahin, wo er will, oder was? Ja. Ohne zu sagen, wo der hingegangen ist, okay? Ja, wir können ja ein bisschen Psychospielchen spielen. Ist nicht so. Kann ja sein, dass ich sage, okay, rechts ist Ding und links ist... wohin fahren wir denn überhaupt? Aha. Erstmal eine kleine Fahrradstrecke, ja? Erstmal ein Fahrrad. Sein, ja, warum nicht? Doch gesund, oder? So, für den Körper. So ein bisschen gesund, so ein bisschen warm werden, locker werden, warm werden. Wie im Gym, weißt du? Boah, guck mal da oben. Ey, Bro, fahr mal langsam, ich hab keine Ausdauer mehr. Okay. Ich hab echt keine Ausdauer mehr. Ich guck da nach hinten, Digga. Ich weiß, dass du gerade am Treten bist. Jetzt hab ich wieder ein bisschen. Jetzt ist es wieder weg. Bro, ich krieg immer so einen kleinen Balken wieder zurück und dann geht er wieder weg. Deswegen setze ich mich wieder hin. Ja, ja, du kleiner Ekelhafter. Hast du immer noch voll Ausdauer, oder was? Ja, ich hab hochgelevelt. Ich hab unendlich Ausdauer. Alter, was ist das denn? Ich hab keine Ausdauer. So, friss mein Staub! Wow, oha, was soll das denn? Ey, warte auf mich! Ich hab keine Ausdauer, verdammt. Ja, okay, ich warte. Was ist das? Ich paddel gerade ganz normal. Digga, das ist einfach... Ich finde, das ist echt schlecht gemacht vom GTA. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch unendlich Ausdauer hat. Ja doch, wenn der Army heißt, dann hat er unendlich. Mann, das ist eigentlich ganz schlecht einfach. Kommst du mal? Ich kann jetzt wieder ein bisschen rodeln. So, ich bin gleich wieder da. Alter, wie lange musst du mit dem Fahrrad fahren? Keine Ahnung, Digi. Gleich fängt auf jeden Fall. Die ersten Minuten einfach nur Fahrradtour. Ja, ist mal gut. Oh. Oh, jetzt. Oh. Was ist? Du wolltest das linke nehmen. Ich wollte das linke nehmen. Warte, geh weg, Rossik. Geh weg. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Okay, die Treppe muss man hier hoch. Okay. Und dann? Digga, ich hab keine. Digga, meine Ausdauer macht mir zu schaffen. Kannst du mir ein bisschen. Oh. Hä, wie cool ist das denn gewesen gerade? Hä? Ja! Nice. Wie cool ist denn so ein Fahrstuhl? Hä? Was ist das für eine coole Map eigentlich? Aua! Aua, bin auf die Fresse geflogen. Ja, sehr gut. Wieso bist du jetzt auf die Fresse geflogen? Aua. Ich auch. Du wolltest auch auf das andere Teil rüberspringen? Wie muss ich hier überhaupt auf dem Teil laufen, wenn ich hier einfach... Sehr gut geschafft. Abkürzen kann. Ganz easy, Leute. Ganz easy, okay? Ganz easy. Frag mich jetzt, was wäre, wenn man den linken Weg gewählt hätte. Boah, frag ich mich auch, Digi. Aber vielleicht geht der linke ja gar nicht. Oder das war echt so ein Bait, dass man so denkt, du wolltest ja auch ins linke fahren, plötzlich bist du da hingefahren. Ja. Nein! Nein, ich bin auch raus! Hey, nein, aua. Was passiert hier? Oh, du bist eingequetscht. Hey! Ciao, Bro. Hey! Ciao! Och, die Ersten werden die Letzten sein. Ich habe wohl das kleine Comeback hier gemacht, ne, hier im Parcours, weil du einfach auf die Schnauze gefallen bist. Ich bin ja immer die Schnauze gefallen. Also, ich find's gut, dass du da ein bisschen so auf die Schnauze gefallen bist, sag ich dir ehrlich. Ja. Fand ich gut. Ja, ich weiß, und hier ist, glaube ich, auch jetzt schon gleich die nächste Auswahl. Obwohl, nee, man muss noch okay, letzter Checkpoint jetzt bei mir. Danach kommt die Auswahl. Aber das ist auch schon eine Seltenheit, so ein Parcours. Manchmal. Alter, hat das nicht auch. Ich bin wieder weg. Das Ding hat mich weggeklatscht. Nein, ich bin runtergesprungen! Ich hab's schon weggeplant! Bro, was ist das? Es ist so nicht einfach, es ist nicht einfach. Ich weiß ja, wie es klappt. Nein! Ich weiß, wie es klappt. Ja, man muss so ganz langsam, so wie du. Ja, so. Ey! Ey! Bist du auch auf die Fresse geflogen? Ja! Und ich hatte nicht mehr Zeit zu respawnen, weil ich gestorben bin. Okay, Konzentration. Ganz vorsichtig. Nein, am Ende wurde ich rausgeflogen. Nein, ey, Rossik, das gibt's doch nicht. Wie schwer ist das denn? Bro, das ist übel schwer gerade. Egal, ich weiß nicht, wie es klappt. Okay. Oh mein Gott, Digga. Ich hab das erste geschafft und dann kommen noch mehr davon. Alter, noch drei Stück davon. Bitte bleib. Nein! Ja! Ey, das ist ja so eine schwere Sache. Oh mein Gott.
Nein, ich fall schon wieder runter. Man muss halt einfach nur geduldig sein, so im Endeffekt. Bro, ich schaff's einfach nicht so drauf zu kommen, so weißt du, was ich meine? Hm. Meiner ist irgendwie immer viel zu hektisch. Ja, ach, ich hab's geschafft. Aber das Ding ist, das musst du dreimal schaffen, so ein Scheiß. Bye, have a great time. Och man, meiner läuft so schnell. Ja, das ist es. Warum läuft er so schnell? Das ist immer ein bisschen chill. Rossig, so. Rossig! Ja. Oh, mein ganz oh. Vorsichtig manchmal gehen, ganz vorsichtig so oh, oh. Und... Ah! Ich bin normal gelandet, ich bin normal gelandet. Ich bin nein! Normal... Ja, ich bin noch drauf, ich bin noch drauf, ich bin bei der letzten. Oh, ich Digga, bin beim ist, letzten. Das ist sehr stark. Ich hab Angst, Digga. Ich hab so Angst gerade. Ich hab so Angst, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Ich hab einfach... Schon mal unten gelandet. Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, ich habe jetzt so einen Vorteil. Oh mein Gott, Bro, wo bleibst du? Ey, das war echt... Bro, ich bin beim letzten sogar so perfekt runtergefallen, dass ich nicht mal so gefallen bin. So, weißt ja, ich das nehmen wir auch schon bei. Jetzt bin ich tot. Oh mein Gott. Also, jetzt kommt ein kleiner Autoparcours. Man muss hier so über andere Autos und so drüber. Aber mir wird's gerade übelst neblig, Mann. Ja, ist doch gut, mein Freund. Damit du ein bisschen weniger siehst noch. Oh. Oh mein Gott. Ey, das ist schon ein... Was? Rating. Ich war gerade perfekt runter, Leute. Wieso fällt er dann so doof rum? 2000 Jahre später. Ja, ich bin da! Keine Ahnung. Wir hatten gerade Schwierigkeiten, Leute, bei diesem Ding nice. Hier vorne. Wie soll man das... Oha, warte mal. Oh nein. Also das Handling geht eigentlich voll easy. Nein! Nevermind. Ami, ich kann dich nicht hören. Wo bist du, mein kleiner Freund? Ja, ich glaube, der Sandking war vielleicht echt eine schlechte Auswahl. Das weiß man nicht halt, ne? Ja, ich glaube schon, leider. Ich hab's ja auch mit dem Crawler schwer getan, aber ich hab mich durchgekämpft. Sag ich dir, wie es ist. Einfach dranbleiben, meine Freunde. Oh mein Gott, Bro. Ich komme gerade hier zu einem Wallride und ich sehe den Wallride und ich will den gar nicht fahren. Ich hab schon ein bisschen Respekt hier, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ein bisschen Respekt habe ich hier schon. Mal gucken, wie das hier... Okay, ich habe ein bisschen zu viel Respekt gehabt. Direkt runtergefallen. Bei ganz normalen Wallride hier. Das hey, mein Sandy schafft es nicht über diese Ecke. Also die Autos sind kein Problem mehr, sondern diese, wenn du die Ecke wechselst, wenn es eine höhere Plattform wird, weißt du? Na, du schaffst es nicht. Keine Ahnung, Bro. Du musst doch einfach nur ausweichen ein bisschen. Nee, das bringt nichts Gott. Bei mir. Oh Gott, Digga, was ist das denn? Ja doch, du musst einfach, drück mal vorwärts und rückwärts zurück und drifte sozusagen. Ja, da kommt er nicht hoch. Ich versuch's ja. Ey, dann mach mit Anlauf und einfach reinlenken. Ich bin komplett einfach reingelenkt und fertig. Ja, aber jetzt bin ich wieder runtergefallen dadurch. Alter, okay, was? Das ist klar. Ich muss den richtigen Weg finden, indem ich hier einfach richtig fahre, ne, so, Leute? Das aber, guck mal, das, Leute, das klappt schon mal besser hier, ne? Sag ich euch ehrlich. Wie soll man hier durchkommen? Wie soll man das hier durchschaffen, Freunde? Nein! Oh mein Gott, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Einfach nur falsche Richtung gemacht. Das ist sehr gut, dass du einfach falsch machst, aber ich bin hier beim bei der Todesrampe angekommen. Ja? Ist die super schwer? Ich glaube schon, ja. Also, ich weiß nicht, wo man hier am besten... Ich check nicht, wo ich durchfahren muss. Das ist echt schwer. Digga, das ist doch einfach, glaub mir. Das nächste danach ist ja, doch guck mal, einfacher. Nein, Rustig, ich verstehe, was du sagst, aber ich habe ja ein anderes Auto als du. Das heißt, für mich ist es ein bisschen schwieriger. Meinst du A, länger und höher? Mhm. Boah, schwer. Na, höher ist doch gut. Hä? Nein, eben nicht. Ich werde viel schneller von den Windrädern zum Beispiel getroffen als du. Ja, aber die Windräder, das ist eh Lack. Da bin ich einfach nur durchgefahren und manchmal wurde ich erwischt, manchmal nicht. Ich sag dir ehrlich, das ist hart. Das ist hart, meine Freunde. Wenn's eh nicht. Bis jetzt muss ich sagen, ich weiß nicht, ich hab's mir gerade hier... Ich muss mich rantasten, so, weißt du? Ich muss mich ans Auto gewöhnen. Ich muss mich hier auch mal an die Strecke gewöhnen, die ich fahre. Kannst du das mal schaffen? Ich weiß gar nicht, was du dir das schwer tust. Du musst einfach nur ein bisschen mit Gefühl über den Teilen ausweichen. Was ist das? Hallo, Amir, warum sind Sie so leise? Weil ich gerade hier wirklich, ich kämpfe gerade um mein Überleben hier. Das freut mich doch. Leute, das ist okay, echt nicht einfach. Okay. Ich komme da schon gerade der Sache näher. Wenn man diesen Wallrider schafft, dann ist auf jeden Fall schon das Ding fast besiegt. Nee,
Alter, das Handking ist, also ist wirklich schlecht zum drüberfahren mit dem Auto. Der macht da manchmal wirklich random Jumps einfach. Was redest du? Du musst einfach nur langsamer fahren, auch mal ein bisschen timen, auch mal wieder zurückfahren, dann wieder Anlauf nehmen, kurz, T-Start. Ja, mach ich ja mit dem Sandking. Das Problem ist, der jumpt manchmal einfach so random rum. Du suchst jedes falsche Weg, richtige Weg, war das Auto schuld, dass du nicht gut warst. Jedes. Okay. Selber schuld. Ja, wenn ich das andere Auto mal hatte, war ich auf einmal gut und hab's direkt geschafft. Ja. Oh mein Gott, das war knapp, Leute. Oh mein Gott. So, Leute. Wo bleibst du? Das Ding ist, am Windrad vorbeigehen geht eigentlich. Man kann das eigentlich echt gut abschätzen. Nee, ich hab's nie abgeschätzt. Das ist mir zu dumm gewesen. Abschätzen ist eigentlich so easy, finde ich. Das Ding ist, ich krieg halt nie... Ich brauch einen Checkpoint hier. Über diese Autos zu kommen, ist so ekelhaft mit meinem Auto hier, Alter. Weil der Abstand zwischen Auto zu Auto ist genau die Länge von meinem Auto. Du willst gar nicht wissen, was hier gleich für eine Scheiße kommt. Irgendwelche Nägeln ausweichen, dann kommt ein Rad ausweichen, dann kommt in die richtige Hälfte reinfahren und dann kommt noch das Schlimmste, der Change. Oh mein Gott, ich hab ihn geschafft. Was ist passiert hier? Unmöglich, Leute, unmöglich mit dem Auto hier. Nein! Oh mein Gott! Nein, ich hab so knapp das geschafft und dann, ich hab die Strecke gewechselt, alles, aber der Checkpoint kommt noch nicht und da kommt irgendein Looping und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, das war das Looping des Grauens. Oh mein Gott, ja, Leute, Hilfe. Seht ihr, man hat hier gar keine Chance mit diesem Drecksauto, Alter, muss man echt perfekt sein. Oh mein Gott, ich bin einfach jetzt Legende geworden. Ja, Loopings sind übelst schwer, Digga. Ich finde, da verlierst du voll die Koordination zu allem. Ja, das und da kommt so ein Drecks-Looping, ey. Das wäre so cool. Leute? Wenn einfach schon der Checkpoint früher kommen würde, Leute. Verdammt. Oh, ich bin gut dabei. Komm, Amir, du schaffst das. Ey, ich sag dir ehrlich, ich würde... Ja, geschafft! Let's nice, go! Junge! Lass uns mal den Turm hochfahren, Leute. Aber sag mir jetzt nicht, dass du den Crawler Rawride machen musst. Nein. Kommt schon wieder Auswahl. Auf jeden Fall. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, wo ich reingegangen bin. Aber ich habe schon zweimal hier Dinge geschafft, das schwerere Teil. Sehr gut, Leute. Dieses Looping-Ding muss ich halt noch schaffen. Oh nein, da kommt ein Eisrampen-Change. Und direkt geschafft. Let's go! Leute, Comeback! Bro, freu dich nicht zu früh. Oh, ich hab so ein Lambo. Ja, ich auch. Bist du links gegangen oder rechts? Rechts. Ich hab den Centorno. Centorno hab ich. Ja, ich glaube, beide haben Sport. Ja, Leute, einfach rüberfahren jetzt. Ey, das ist ja einfach. Da setzt ihr einfach, Leute. Im Centorno, Leute, bin ich hier GTA Online so oft rumgefahren. Damit kenne ich mich aus mit dem Auto hier. Da weiß ich, wie ich bremsen, wie ich lenken muss. Mit Vollspeed kann man hier richtig schön durch. Bro, was ist das los? Problem ist das Ding hier. Ich hab's zweimal jetzt durchgeschafft. Und ich könnte mir in die Schnauze fallen, dass ich diesen Looping da nicht gepackt habe. Aber es ist jetzt eine Stolzsache. Ach, du hast so viel Speed gehabt, Alter. Weil ich es vorhin ja geschafft habe, muss ich es jetzt auch schaffen, Leute. Aber wenigstens haben wir jetzt ein bisschen mehr den Dreher heraus, wie man richtig kippt. Ach, Gott, jetzt muss ich wieder lernen, wie man Warride macht, oder was? Ja, Bro, das glaub mir, man gewöhnt sich dran. Mein erster Warride war einfach in den Sand gesetzt. Wo merkst du, wann du wechseln musst? Noch nicht. Du weichst erstmal Nägeln aus. Hä? Du musst hier den perfekten Weg finden. Ich muss wahrscheinlich unten fahren oder so. Dann weichst du einmal einen Ventilator aus, dann einmal so eine halbe und dann machst du die Farbe auf schwarz. Was ist mit denen los, Alter? Was musst du denn noch alles machen? Ich hab's geschafft, Bro. Ich hab's geschafft, sogar den Wechsel. Und danach kommt halt wieder Warride und dann kommt so ein Looping oder so. Und da ist genau der Checkpoint. Aber du musst diesen Looping richtig nehmen. Und das ist halt mein Endgegner gerade gewesen. Ab dem Schwarzen musst du wechseln, ne? Ja. Nein, zu viel Speed! Aber so, ja, jetzt habe ich es gecheckt. Ja, okay, meine Freunde. Nein, das war... Schade, was? Ich bin einfach... Als ich Robert anfangen wollte, bin ich einfach gegengeklatscht. Wir haben das gleiche Auto, by the way, Rustik. Aber du hast auf jeden Fall schon mal gecheckt. Und dann danach, nach dem Wechsel, kommt noch so ein Drecks-Looping einfach. Aber wenn man das hier so langsam raus hat, die Strecke, geht's voll. Ja, nur der Wechsel ist halt dann wieder so ein Handicap und dann... Ich habe so... Kennst du so ein Ego-Problem? Du willst es jetzt unbedingt schaffen. Ja, klar. Ich habe gerade richtig, vor allem, weil ich diesen dreckigen Seitenwechsel zweimal geschafft habe und dieses an einem Looping gescheitert, in einem Looping. Weil ich nicht wusste, wie ich das genau machen muss. Oh mein Gott, fast! Ja, ich habe da zweimal geschafft, mein Freundchen. Glaub mir, das Looping
Den schätzt man gar nicht ein, dann kommt der. Jawohl, ich hab's wieder geschafft, dritte Mal. Nice. Machst du mal, bremst du mal davor oder gehst du mit Vollspeed da durch? Ich bremse ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie zu schnell. Dann. Ah, okay, das war jetzt wieder. Da war ich zu viel gebremst gerade, Leute. Nein, ich schaff wieder den Drecks-Looping nicht. Ja! Looping geschafft! Oh mein Gott! Stark. Ich konnte nichts sagen, weil ich bin so rausgeflogen. Oh mein Gott, Leute, was war das denn? Ja, es ist halt, wenn man... Fährst du mit Controller oder mit Tastatur? Weil ich sag dir ehrlich, beim Dingern hilft mir Numpad extremst. Oder beim Wechseln der Seiten. Also beim Controller ist es wahrscheinlich... Ja, ich habe gar keine Tastatur mit Numpad. Achso, ja, aber bei Controller ist das dann der rechte Stick. Du hast ja auch so, kannst dein Auto ja ein bisschen so drehen und so mit rechten Stick. Zum Beispiel linken Stick. Muss den Wechsel erstmal schaffen. Den habe ich jetzt ein paar Mal geschafft. Ich habe den 4-5 Mal geschafft, bis ich diesen Drecks-Looping verstanden habe. Ach man, ich flieg immer raus. Also der fliegt geradeaus zu weit. Machst du so eine scharfe Kurve nach links oder lässt du den langsam rüberrollen? Langsam rüberrollen und dann korrigieren noch dazu. Ja, bei mir irgendwie, da fliegt der nur raus. Ich komm hier gerade nicht mit dem BMX durch. Ich würde mal gerne wissen, glaubst du die Zuschauer, also wenn jemand so Rampendinger macht, glaubst du, die machen das mit Controller oder mit Tastatur und Maus? Das würde ich mal gerne wissen. Das ist eine gute Frage. Oh Gott. Ey, was ist denn mit dem Fahrrad los? Der macht, was er will, ich schwör's dir. Was denn? Ja, ich habe so ein BMX gerade bei so einer Dinger und der fährt wie er will. Ich sag, BMX ist schwer. BMX ist wirklich schwer, Alter. Verdammt. Nein, beim letzten. Ich tue mich auch gerade schwer, irgendwie an diesen Sachen vorbeizukommen. Nee, da habe ich schon irgendwann mal so eine Route gehabt, so eine feste Bestandsroute. Ja, ich eigentlich auch. Unten und dann langsam nach oben arbeiten. Aber irgendwie, der will gerade nicht mehr, Leute. Oh mein Gott, ich hab's geschafft mit BMX. Nice. Oh mein Gott, ich bin der Wähle den richtigen Weg Master of Disaster. Was habe ich jetzt? Ein Heli habe ich plötzlich. Oh Gott, ich musste mit Heli so eine... Oh. Ey, ich hab's gerade nicht mehr, Leute. Ja, Freunde, ich flieg weiter. Bro, das ist echt nicht einfach gewesen. Ich hab's raus. Ich sag dir ehrlich, ich hab's einfach raus jetzt. Was denn? Ja, wie man Seiten wechselt. Ich hab's 5 Mal oder so geschafft. Das ging dann irgendwann. Ja, hab ich doch immer gesagt bei ihm, man muss einmal das Gefühl rauskriegen. Wenn du das einmal erst hinkriegst, dann ist das immer easy. Ist ja wie jetzt, wenn wir Rampen fahren, Alter. Wir wissen ja genau, wie wir manchmal aufkommen müssen, um richtig zu landen. Das ist kein... Ja. Lol, was ist das denn hier, Leute? Ich muss hier gerade mit Heli in irgendeine Bucht landen oder so. In einem Loch. Ist es hier? Ja, der Checker ist hier. Landung! Ab wann bist du gewechselt? Ab dem schwarzen Übergang oder davor schon? Davor. Auf jeden Fall davor. Ja. Warte mal, ich... Klappt nicht bei mir, Leute. Bei mir rutscht er einfach geradeaus weiter. Was ist los, mein Junge? Digga, mein scheiß Heli... Oh Gott. Mein Heli ist explodiert. Nein, wirklich? Digga, ja, aber ist nicht schlimm. Ich hab hier so... Was hast du gemacht? Bist du falsch gegengefahren? Bro, hier kommt so eine Sache, das sieht aus, als würdest du nur in ein Loch fliegen und sobald du dann näher kommst, erscheinen Felder. So, checkst du? Ja, ja. Es erscheint einfach dann so Fläche, so, woher? Warte, was ist hier erschienen? Wohin muss ich denn dann? Hier. Ey, und wenn die Fläche dann blöd erscheint, dann bleibt dein scheiß Propeller da hängen. Was ist das denn? Hä? Das ist ja anders schwierig. Oh mein Gott, hab ich mich gefangen, Leute, wie war das denn? Nee, das war viel zu früh, als ich gewechselt bin. Ich bräuchte halt so einen kleinen Punkt, Leute, wo ich weiß, wo ich wechseln muss. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Ja, Leute, nur noch den Checker. Bist gleich durch, sei ehrlich. Richtig. Hast gleich gewonnen. Oh, Baby. Ja. Ich hab den richtigen Weg gewählt. Ich hab gekämpft. Ich hab die Seite gechanged. Ich bin mit dem Helikopter in das richtige Loch geflogen. Okay, komm, du guckst mir gerade kurz zu, ne? Ja, ich guck dir zu kurz. Okay, dann guck mir mal zu. Ja, ich guck dir jetzt in diesem Moment kurz zu. Ja, jetzt musst du halt unten ein bisschen fahren, dann hier nach links hoch. Ja, guck mal, da fängt... Oh, warte. Nee, okay, das fängt bei mir an. Alles rutschig, es hat gerade eben bei mir geregnet, aber... Warte, ich helfe dir. Nein, die Zeit ist vorbei! Leute, wir haben es nicht geschafft. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, bis zum nächsten Mal, euer Javier. Ciao!